Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Yay! Wir sind kurz vorm Jahrhundertwechsel. Wir sind im Juni 1899 und wir haben ein Diplomatic Play gestartet, um die Gender zur Pappe zu machen. Hauptsächlich deswegen, weil die Gemda ist ein relativ großes Land. Hat 3 Millionen Einwohner und hat eine Railway, was ich gut finde, und hat Unmengen an Plantagen schon, die wir alle brauchen. Das ist alles so großartig, wenn das bei uns im Land ist. 15 Menschen, 75.000 arbeiten hier auf dieser Tabakplantage und 427. Die haben hier fast keinen Preis, aber bei uns ist Tabak wert. Ja, auch nicht so. Aber wir haben einen Mangel. Wir haben einen Mangel an Kaffee, den wir hier anbauen. Wir haben einen Mangel an Tee, der dort angebaut wird. Farbstoffe haben wir keinen Mangel, sehe ich gerade. Wo werden Farbstoffe gebraucht? Textilmills. Gasworks und Paper Mills. Nein. Okay. Schauen wir uns mal an. Gas. Hausmeyers. Ah, für Keramik brauchen wir das. Yep. Mal. Wie ist das mit Keramik? Keramik haben wir nicht so wenig. Was? Das heißt, Glas machen wir nichts. Textiles. Brauchen wir noch mehr? Das klingt gut. Machen wir noch klar. Und was? Ah. Das ist natürlich, weil wir da Krieg geführt haben. Und Papier. Paper Bleaching. Bleaching fällt ja haben wir. Public. Ich jetzt erst. So, wie viele Luxusmöbel brauchen wir? Wir brauchen 500. Das heißt, ah, das ist auf das. Mehr. So, Textile Mills. Bitte auch alles auf Platten.
publicly traded game. Wieso kann ich da nicht mal auf publicly traded? Ah. Nein. Stellen muss, weil sie haben. Okay, warum nicht? Nach einer Revolte muss man durchgehen, alles wieder umstellen. Jetzt wurde im Workshop gegeben. Chemical. Jetzt nicht noch nicht mal alles klar. Nein. Kohle ist so teuer. Die können wir erst, wir können erst publicly traded machen, wenn wir da den besseren Motor einstellen. Gibt's ja wohl nicht. Electricity haben wir genug derzeit. Ich versuche, wenn die meisten kennen. Wow, das ist schon Elektro. Okay. Electrics. Schon aus. Arms in. Mir ist noch welche gegeben. Kein Öl, wir brauchen Öl. Es gibt ein Öl. So, Urban Center. Ah, die haben ihre Market. Okay, gut. Du nimmst Act und dann nimmst das Licht. So. Gut, ja, wir warten, bis wir da wieder runter sind mit der Produktion vom Zeug.
Okay. Russland hilft Lahai. Auch okay. Und diesen Krieg gewinnen wir auf jeden Fall. So voller Revolten, dass es unheimlich ist. Ich glaube, wir steuern wieder runtersetzen ein wenig. Oh, interessant, wir sind trotzdem noch im Plus. Obwohl wir Truppen mobilisiert haben. Nein. Wieso? Ach so. Ha, wahrscheinlich, weil wir tatsächlich, weil wir die. Ich nehme mal an, weil wir die Steuern erhöht haben. Customs Union, natürlich wollen wir das. Und wir haben jetzt eine Obligation von Frankreich, von Skandinavien. Können wir euch zum Protektorat machen? Noch nichts. Ah, fast. Weil sie Defend the Border haben. Ah, ich weiß, warum es mehr geworden sind. Weil die Trade Unions hinzugekommen sind. Nicht, weil wir die Steuern erhöht haben. Na super. Danke, Trade Unions. Oh, warte mal. Die haben sich ergeben. Das war nett von ihnen. So, jetzt schauen wir mal. Was denn ihr in eurem Land? Habt ihr auch coole Sachen? Packt ihr Kaffee? Auch der packt Tee. Okay. Das ist eine Motorindustrie. Hat keiner von euch Gummi? Das wär's. Nö, schaut nicht so aus. Für Gummi müssten wir den Kongo erobern. Ah, nicht einmal der. Ah doch, Power Plantation. Wenn rein theoretisch könnten wir hier einfach kolonialisieren, wenn ich wollte. Aber wir haben ja gesagt, wir kolonialisieren nicht. Was ist das mit da herüben? Tajis Indies. They would accept this proposal. 7,7. Wie viel haben wir denn auf der Hohe? Hm. 23 Millionen. Das wird gehen. Machen wir doch klar.
könnte sein. Ah, es ist ein Dominion von den Niederlanden, da können wir gar nichts machen. Ich hatte gehofft, die Leute dazu bringen kann, sich von den Niederlanden zu trennen. Yay, das Radio. Wir können jetzt mehr produzieren. Besser produzieren. Pasteurisierung. Ja, ich glaube, eigentlich nie. Arc-Wielding. Und jetzt Ships, Arc-Welded Buildings. Das macht unseren Construction-Sektor stärker, oder? Machen wir das noch schnell. So, was ist das? Hessen Kassel. Hessen Kassel. Und das welcher? Hessen Kassel itself ist the nation. Aber maintain balance of power. Und ihr? Wer seid ihr? Ugh. Arbeiter. Okay. Also, ich bin hier schon. Warte mal. Irgendwie 17 von 19, irgendwas haben wir wieder verloren. Wir hatten schon 18. Württemberg gehört uns. Ah, Baden haben wir verloren. Weil Baden gerade Revolte hat, aber das ist eigentlich irgendwas. Also, wir brauchen nur noch ein einziges und dann können wir friedlich Deutschland gründen. Wenn wir auf der hessischen Seite, also warte mal, gute Frage, Hessen Kassel, unterstützen uns die eigentlich? Wo ist Hessen Kassel? Hessen. Hessen Kassel unterstützt uns, ja. Das heißt, wir werden Hessen Kassel auch unterstützen. Die Ionischen Inseln haben schon wieder eine Revolte. Naja. Wir steigen hoch ein. Dieser Krieg wird gut schmerzlos. Etwas Glück sind die Landowner bald so glücklich wieder, dass sie aus dieser Revolte rausfallen. Komm schon, wir sind nur noch auf minus 5. Ich weiß, ihr wollt dort raus. Gut. Wir schießen diese Leute weg. Ich
Sag dreimal Bannen für Hungary. Anhalt schon wieder. Wowza. Na gut, wir haben ihn bald wieder topenfrei. Die schicken wir dann wieder. Wir sind definitiv die Guten. Wir beschützen unsere Freunde. Embargoing aus Sachsen-Weimar embargoed um. Echt jetzt? Wie wollt ihr das machen, Freunde? Ihr und welche Wirtschaftsmacht? Steht. So. Bevor meine Zeit wieder aus ist, echt. Wieso fliege ich da immer raus? Verliere ich da immer Sachen? Und wieso habe ich da jetzt auf jeden Fall ein Interesse? Interessant. Da auch. So, schauen wir mal. Haben wir Revolution Brewing, ja danke. Inactive Trade Routes, die könnten wir mal abdrehen. Welche, die nichts bringen, ebenfalls. Sollte er mir nicht anzeigen, wenn irgendwelche Leute nichts zu tun haben? Oder haben die alle was zu tun? Ich meine, ah, da sind meine ganzen. Du greifst bitte hier an. Du greifst bitte hier an. Ja.
Wieder happy werden. Vergeht das eigentlich wieder? Ich glaube schon. Vielleicht nach Jahren. Ja, schauen wir mal. Okay, so, da kommt hier auch wieder. Ah, warte mal. Habe ich den da eigentlich? Muss ich gucken. Poland, Headquarter, South Germany, Danubia. Wo sind diese Truppen? Thomas von Goofs. Nein, die sind nicht mobilisiert. Okay, gut, passt. Dann lasse ich die auch mobilisiert. So dringend ist er nicht. So, wir haben bald das Jahr 1900. Und wir sind wieder Erster, was Fragen betrifft. Und unser BIP steigt auch wieder voll. Ist halt so eine Sache. Also ein bisschen, so haarig finde ich das schon, dass wir das knapp an den 100% dran sind. Mir wäre es irgendwie recht, wenn das noch besser wäre. Mhm. Oh, Proof Relations dann. Hey, auch der nächste Mini-Konflikt, den wir uns hier gleich vom Hals schaffen. Wir sind einfach überholen, diese Typen. So. Auf dem Start, komm schon. Wir fangen das 20. Jahrhundert mit einem Krieg an. Mit lauter niedergeschlagenen Revolten. Wir haben
Wie kann das sein? Wir haben mit Nepal gar nichts gemacht. Was könnte ich mit dieser Obligation machen? Ja. Einmal nix. Aber sie haben dort freundlicher gelohnt. Ein Konflikt gestartet und zwar jede Phase. Das ist nämlich die letzte Chance, dass noch irgendjemand einsteigt. Okay. Also, weitermachen muss man ins 19. Jahrhundert. So langsam, das muss viel schneller gehen. Naja, egal. Immerhin, ihr seht, wir haben mit fast allen sind wir jetzt mittlerweile freundlich. Und da ist die anhaltische Revolte, die wir aber auch gleich besiegt haben. Und Baden hat gehabt. So, das sollte aber bedeuten, dass wir hier wieder 18 haben. 17? Wieso nur 17? Aber dieses Mal. Haha. Danke. Tja. Na komm schon, ins 29. Jahrhundert. Macht weiter, macht weiter, macht weiter. British Columbia. Tja. Als wäre mir das wurscht. Ach, hier macht mein Lieber. Edmund von Huchabius. Kleinholzers. Oh. Ding. Ah, wir haben Silvester. die Intellektuellen have expressed their concerns about government decisions clearly favoring the interests of the
Playlists. This needs to be addressed. Ich weiß nicht, wie mich die schon wieder verärgern. Wobei, das geht noch. Was macht die intellektuellen Köche? Und ich will die nicht verärgern, weil sonst schließen sie sich der Revolution auch an. Obwohl, die kriegen nur minus 1. Dann sind sie auf minus 4. Was sind denn diese Sachen? Contagious Disease Effect. Due Promotion. Schauen wir mal das an. Landowners demand the promotion of Major General, bla bla bla. Das earned it. Ja, das ist super. Das ist großartig. Das wird mich aus dieser Allianz raushauen. Was ist das? The Contagious Disease is back. The Armed Forces in Austria-Hungary and Moldavia, led by Viktor Exter, are demanding a solution to high rates of venereal disease among their men. They request reinforcement of laws that allow police to detain women suspected of being prostitutes on the grounds that they spread venereal diseases. Oh mein Gott, was für Mittelalter. Enact a Contagious Disease Act. Was ist gegen plus 1? Oder these laws are inhumane. Vor gegen minus 1. Nein, das will ich auf keinen Fall. Okay, so. Raising concerns. Wenn ich da auf minus 1 gehe, dann sind wir auf minus 4 hier. Das ist plus 2, minus 2. Das ginge noch, aber wir sind eh auf plus 4. Ja, ich will die Intellektuellen auf keinen Fall, bei der Revolte dabei haben. Schauen wir mal, ob die Aristokraten jetzt aufhören, da dabei zu sein. So, wir haben ja 1900. Wir sind im 20. Jahrhundert, Freunde. Ah. Auf jeden Fall geben sie uns keinen Malus mehr. Ihr könntet ruhig wieder loyaler werden. Hier schon alles, was wir können, um es euch besser zu machen. Okay, sie können drinnen bleiben, obwohl sie nicht 5 und drum. Was ich nicht richtig. Ah ja, Ludwig Kapp kämpft jetzt. Ja, wie schon gesagt, diese Revolte machen wir noch fertig und danach. Okay, Hessen. Das radikale Hessen hat sich ergeben. Innen haben wir ja schon einen. So, warte mal, können wir euch eigentlich zum Protektorat machen? Nein, natürlich nicht, weil wir gerade im Krieg sind. Oh, das ist 9.
Ah, warte mal. Also, wir haben noch keine Obligation. Gut. Ich will Ihnen noch eine Obligation haben. Eine Obligation von Ihnen. So, Freunde, ihr könnt ruhig euch ergeben. Der Albrecht von Habsburg wird euch den Rest geben jetzt. Könnten wir bitte die Aristokraten da rauskriegen aus diesem Bündnis? Komm schon. Ich weiß, ihr wollt dort gar nicht mehr dabei sein. In Wirklichkeit fühlt ihr euch richtig sauwohl bei uns. Was? Die stehen sogar auf 80%. Was soll ich noch tun? Ja, noch mehr senken könnte ich. Aber wie lange halte ich das durch mit noch niedrigeren Steuern? Was wieder auf 80% runtergesunken. Wie das? Die Liberalen wollen immer mehr Zeug haben. So, na gut, ihr solltet jetzt eigentlich auch gleich weg sein vom Fenster. Warten wir noch ab. Echt? Krakau, wirklich? Das muss jetzt sein, oder? So. Albert. Albrecht. Da. Ludwig. Du gehst an die andere Front. Es wird dort nicht viel passieren mehr. Okay. Alle. Die meisten. Sind auf unserer Seite. Portugal hat auch eine Revolution, finde ich.
Ja. Was ist das? Konservativ and the borders und du bist konservativ maintain. Na, du bist Worry mir gegenüber und du bist ein bürgerlich gehört. Du hingegen bist auch nicht dafür geführt. Okay, na gut, Krieg ist zu Ende. Bevor der nächste anfängt, ach, schon wieder. Wer ist denn das? Benin. Es gibt zu viele Kämpfe. Na gut, meine Herrschaften. Ich schaue jetzt noch, wie man steht. Na bitte. Mir fehlt Oldenburg für. Oder Mecklenburg-Strelitz für Mecklenburg. Wie ist das mit Mecklenburg-Strelitz? Wieso sind die auf meiner Seite? Verstehe. Oder was können wir noch? Was haben wir noch? Ja, alles, damit die nicht dabei sein müssen. Braunschweig genauso, was ein bisschen ärgerlich ist. Hessen? Oh, da brauche ich nur noch Frankfurt.